Es sind schon ein Background. Schon für das Mal Architektur auf der TU Wien studiert und aber nur 2 Semester gemerkt, was nicht so gemeint. Sind du ob Geschichte gewechselt, ob die Universität Wien? Und du mein Bachelor eben gemacht. Die schon fertig. Und sie lo am Gange, mein Master an der Geschichte zu machen, eben auch auf der Universität Wien. Thema von mir erwischt, ist eben Auftreibung Lützburg an den 1970er, 1980er Jahren. Also wie aus Situation von den Frauen, die auftreiben wollten. Und wie wird Mouvement de Libération der Femmes, die konnte verbessern, beziehungsweise was tut sie gemacht, wie sie können es verbessern. Und auch ein bisschen, ja, eben, was tun die Frauen, wie waren Frauen wollen auftreiben? Was waren hier drin? Da tun ich auch versucht, ein bisschen an meiner Bachelorarbeit anzufangen, ja, sozusagen. Mal schon mal für dich im Internet recherchiert, weil die überhaupt zu Lützburg gibt, weil ich noch nicht wusste, ob es Frauenbewegungen zu Lützburg gibt, beziehungsweise was für Frauenbewegungen gibt. Und sind eben so auf Mouvement de Libération des Femmes gestoßen. Und dann recherchiert, was der gemacht hat zu Lützburg. Und zu der Zeit, wo ich die Recherche gemacht habe, also eben an den Nachrichten auch um Auftreibung gegangen, auf der einen Seite zu Belarus an Polen und Frauen eben gestreikt, für ihre Rechte zu behalten, für auftreiben zu dürfen. Und paar Wochen später haben die Argentinierinnen gefeiert, weil sie ihr Gesetz gut haben, dass sie haben dürfen auftreiben. Und ich habe gemerkt, das Thema Auftreibung ist immer noch präsent, das ist immer noch wichtig. Also von allem das Recht auftreiben zu dürfen. Und ich habe gedacht, okay, dann holen wir das Thema. Und so mit meinem Bachelor habe ich konnten angrenzen. Und sind eben dann unter Archiv von der MLF gegangen und auch zusammen mit dem CID Frauen Agenda geguckt, was für Quellen wir haben und die dann eben ausgewertet. Also die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass auf der einen Seite die Situation von den Frauen nicht immens war, die auftreiben wollte, weil die Auftreibungen eben eine lange Zeit zu Lützburg illegal waren. Das heißt, sie mussten entweder ins Ausland gehen, das war aber relativ teuer, das heißt, sie mussten viel suchen. Was aber ein Faktor eben war, viel aufzutreiben, finanzielle Notlage war für sie ihr Faktor, viel aufzutreiben zu Lützburg. Oder sie sind eben bei den Kupferfuscher gegangen, also 700 illegal machen, gelöst, irgendwas verstopft. Und das war eben lebensgefährlich für die Frauen. Natürlich sind oft hier Leben riskiert. Das war also nicht die manche Situation. Und danach, wo ich geguckt habe, war eben, was hat der mal aufzugehen gemacht? Und sie haben eben mit vielen verschiedenen Aktionen, Aufforderungen, ob hier Situation aufmerksam gemacht. Und haben versucht, das Problem zu erklären und haben auch versucht, Lösungen eben mit ihren Forderungen zu finden. Und du sie eben, was ich da erkannt habe, war eben, dass verschiedene Forderungen identisch waren wie im Ausland. Vor allem Selbstbestimmung über den eigenen Körper war auch in anderen Ländern ganz, ganz wichtig, die vierte Forderung. Und im Endeffekt kann ich sagen, sie hat durch das Gesetz, was 1900, also durch das Gesetz, was 1978 angefordert wurde, ein bisschen verbessern können, aber sie haben die Situation war immer noch nicht immer. Also sie war immer noch nicht verbessert. Ich will Feminismus, weil es immer noch ein großes Ungleichheit gibt. Also zwischen Geschlechtern gibt es noch immer keine Gleichstellung. Und Feminismus setzt sich grundsätzlich für Gleichstellung zwischen den Menschen an. Natürlich, egal zu welchem Geschlecht er sich identifiziert,
oder wohin hier könnt. Es soll eine Gleichberechtigung zwischen all den Menschen geben. Und ich soll mehr brauche Feminismus einfach für die Ungleichheiten, für die Diskriminierungen aufzudecken, sichtbar zu machen, also so man auch bekämpfen zu können.